Ja, liebe Bettina, vielen Dank. Ein herzliches Servus von meiner Seite. Ich bin die Sabine Nallinger. Ich möchte dahin, wo der Fritz schon ist. Ich will Oberbürgermeisterin von München werden. München ist die drittgrößte Stadt. München ist die Stadt mit den teuersten Mieten hier in der Republik. Wer München regieren will, der muss engagiert gegen diese Mietpreisentwicklung tun. Der muss sich engagiert für die Müncherinnen und Münchner einsetzen. Und drum bin ich hier. Ich beginne meinen Kurzvortrag mit zwei Bildern von Immobilien aus München, die in unmittelbarer Nachbarschaft liegen. Hier handelt es sich um ein ehemaliges Heizkraftwerk im ehemaligen sehr beliebten Glockenbachviertel, im Glockenbachviertel. Dieses ehemalige Heizkraftwerk wird luxussaniert und es entstehen hier Eigentumswohnungen mit einem Quadratmeterpreis von 22.000 Euro. Quadratmeterpreis. Also die oberste Wohnung kostet 10 Millionen. Hier seht ihr, gerade mal 300 Meter entfernt von dem eben gezeigten Heizkraftwerk, das Foto habe ich aufgenommen dieses Jahr im Februar, wie 100 Menschen in der Kälte stehen und anstehen für eine städtische Wohnung von der GEWOFAG. Wie kann das sein? Wie kann sowas passieren? München ist schon seit vielen, vielen Jahren der teuerste Mietstandort in Deutschland. Und gerade in den letzten 3 Jahren haben sich bei uns die Mieten nochmal dramatisch erhöht. Bei uns kostet gerade beim Erstbezug die Kaltmiete unter 15 Euro kriegt man nichts in München, wenn es nicht von der Stadt in geförderte Wohnung ist. Und die Mietpreisspirale geht gerade so weiter. Im gesamten Stadtgebiet in München gibt es kaum mehr Wohnungen. Und der Fritz hat es vorher schon gesagt, unsere Wohnkosten liegen vom Bruttoeinkommen bei 40% mittlerweile im Schnitt. Der Bundesdurchschnitt liegt unter 30%, weit unter 30%. Und das ist die Herausforderung, vor der wir auch stehen. Und wir sind noch lange nicht am Ende, denn München wächst. Wir wachsen in den letzten Jahren um 30.000 mehr. Das ist eine Kleinstadt. Hier habe ich mal Erding euch gezeigt. Das ist im Münchner Umland. Erding hat circa 30.000 Einwohner. Um diese Zahl wächst München jedes Jahr mehr. Und sogar im Umland werden es noch mal gleich viel, wachsen wir auch um 30.000 jedes Jahr im Münchner Umland. Das heißt, wir werden in spätestens 2 Jahren die 1,5 Millionen Grenze geknackt haben. Und der Zuwachs, der kommt natürlich aus Einwanderinnen und Einwanderern aus Süd- und Osteuropa. Er kommt aus dem Babyboom, was sehr schön ist. Wir haben in München einen richtig gehenden Babyboom. Aber was unser Problem eben ist, wir haben keine bezahlbaren Wohnungen für Familien. Ganz im Gegenteil. Ich habe euch heute ganz aktuell aus dem ImmoScout mal die Anfrage rausgebracht. Es gibt überhaupt nichts auf dem Mietwohnungsmarkt für Familien. Beim Preissegment, das eben für viele doch noch erschwinglich ist. Und was so dramatisch ist, in München sind in den letzten 6, 7 Jahren die Mietwohnungen um 8%, und ich mag euch auch die Absolutzahl nicht vorenthalten, um 60.000 Wohnungen weniger geworden. Ihr werdet nachher sehen, wir bauen wie die Wilden, aber der Mietwohnungsbestand ist dennoch absolut weniger geworden. Und auch bei den Sozialbindungen von unseren 750.000 Wohnungen sind 10% in Sozialbindung, werden wir bis 2015 14.000 Wohnungen verlieren, die nämlich aus der Bindung herausfallen. Das sind so die Zahlen. Und dass die Entwicklung so ist, das hat mit dieser Grafik hier zu tun. Die Mietpreise, die steigen, die hängen sehr stark an den Bodenkaufpreisen und in München herrscht so eine richtige Betongoldstimmung. Internationale Investoren drücken in die Stadt. München gilt als eine der sichersten Geldanlagen der Immobilienmarkt Münchens. Und das spüren wir, dass eben sehr viel Fremde in die Stadt kommen und unsere Grundstücke aufkaufen. Und was ist mit den hohen Grundstückspreisen verbunden? Damit ist verbunden, dass man eben
Auch trotz des rentablen Geschäftes, bei Grundstückspreisen übrigens, die beginnen bei uns bei 3.000 Euro für einen Quadratmeter und gehen hoch bis 15.000 Euro für einen Quadratmeter. Bei diesen hohen Grundstückspreisen schafft kein privater Investor mehr eine Kaltmiete unter 17 Euro. Also weil wir eben auch in München durch die Staffelbauordnung sehr begrenzte Höhenentwicklungen möglich haben. Das haben wir ganz bewusst so gestaltet. Und wenn man sich das mal ausrechnet, dann kommen wir auf eine Kaltmiete von 17 Euro auf den Quadratmeter. Und was heißt das? Das bedeutet, dass keiner mehr im frei finanzierten Bereich Mietwohnungen baut. Das ist sehr dramatisch. Es entfallen nämlich... Und auch wir haben Gentrifizierung in München schon viele Jahre, eben auch Miet in Eigentumswohnungen umgewandelt werden. Ich habe es euch gesagt, dass die Mietwohnungen eben wirklich absolut weniger werden und es werden keine einzige zurzeit im frei finanzierten Bereich gebaut. Das Phänomen der Gentrifizierung gibt es bei uns schon seit den 70er Jahren und ihr seht hier mal so nach Zeitstufen gestaffelt, dass rings um die Altstadt herum die ganzen Innenstadtrandgebiete schon längst in München gentrifiziert sind. Und wenn man jetzt sieht, dass wir seit 93 in München 100.000 Wohnungen gebaut haben, die Stadt, aber auch die privaten, und wirklich das größte kommunale Wohnungsbauprogramm seit 93 verfolgen und wirklich wie wild bauen, dann ist es schon, muss ich sagen, wenn man sich die nackten Zahlen anschaut, schon unglaublich. Ja, weil wir kennen das Phänomen, der Fritz hat es vorher schon von Stuttgart erzählt, in München sehr lange und wir bauen und wir versuchen zu reagieren. In München herrscht seit 23 Jahren Rot-Grün und das war ein Thema, das uns sehr hoch auf der Agenda steht. Wir haben die Zielzahl von 6.000 Wohneinheiten, die wir pro Jahr bauen. Die Hälfte der Wohnungen bauen wir durch Baurechtsschaffung, also in Neubaugebieten, und die andere Hälfte durch § 34, durch Nachverdichtung. Die 6.000 schaffen wir nicht immer, aber haben wir in den meisten Jahren geschafft. Und wir haben auch das große Ziel, dass wir nicht nur Quantität hinstellen, sondern wirklich auch qualitativ bauen. Und wir haben erst kürzlich im Münchner Stadtrat ein 800-Millionen-Euro-Programm für die nächsten 5 Jahre beschlossen. Das heißt, München, die Stadt, investiert jedes Jahr 160 Millionen in den Wohnungsbau, in den Geförderten. Das ist übrigens dieselbe Summe, die wir vom Land nochmal bekommen. Nehmen wir selbst als Stadt München seit vielen Jahren in die Hand und auch zukünftig in die Hand. Was machen wir? Wir entwickeln Bahnflächen, wir entwickeln Kasernenflächen. Wir haben ein riesen Neubaugebiet im Münchner Westen, Freiham, wo wir 25.000 Wohneinheiten zurzeit errichten. Und das ist ganz wichtig, Fritz, du hast es vorher schon angesprochen, seit Jahren bei städtischen Flächen ist die Vorgabe, dass wir 50% der Fläche für geförderten Wohnungsbau verwenden und 50% in den frei finanzierten. Rot-Grün hat neulich auf den Weg gebracht, dass wir 60% ab sofort in geförderten Wohnungsbau und 40% in Konzeptausschreibung, das heißt 100% unserer städtischen Flächen für bezahlbaren langfristigen Wohnraum mit einer Kaltmiete von maximal 11 Euro auch eben beim Konzeptausschreibung. 11 Euro pro Quadratmeter und zwar langfristig gesichert. Diesen Beschluss haben wir auf den Weg gebracht. Und noch eines in München, worauf wir schon stolz sind. Wir haben die SoBoN, die sozial gerechte Bodennutzung, seit 93. Das heißt, wenn man bei uns durch Baurechtsschaffung eben Planungsgewinne macht, dann müssen 30% des Planungsgewinns in soziale Infrastruktur gesteckt werden und 30% der Fläche muss in geförderten Wohnungsbau gesteckt werden. Und so haben wir in München 150 Millionen Euro von Privaten eingesammelt und stecken es in soziale Projekte. Und wir haben 9.000 geförderte Wohnungen von den Privaten bauen lassen. Und das ist ein Instrument, das wir nicht loslassen, das wir auch in den nächsten Jahren anwenden und über das wir später gerne noch reden können.
Wir unterstützen unsere städtischen Wohnungsbaugesellschaften. Ich habe es gerade schon gesagt, dass wir eben die städtischen Flächen zur Verfügung stellen und wir stellen die zum Ertragswert zur Verfügung, so dass auch wirklich Wohnungen mit 11 Euro Miete errichtet werden können. Und wir haben jüngst zu unsere städtischen beiden städtischen Wohnungsbaugesellschaften höhere Ziele gesetzt. Bislang haben sie zwischen 500 und 800 Wohneinheiten im Jahr gebaut. Ab sofort müssen sie 1.000 bis 1.200 pro Jahr errichten. Und was wir noch gemacht haben, wir haben die gesetzlichen Einkommensstufen für den geförderten Wohnungsbau verlassen, weil, Fritz, du hast es vorher auch gesagt, dass eben sehr viele auch gut verdienenden Mittelschichts- und untere Oberschichtsmenschen sich München nicht mehr leisten können. Wir haben zwei neue Einkommensgrenzen. Bei uns können 70% der Münchnerinnen und Münchner haben Anspruch auf den geförderten Wohnungsbau. Und das ist notwendig geworden, weil die Preise eben so nach oben gegangen sind. Was ist das Fazit? Trotz unserer städtischen Wohnungspolitik, und das ist, glaube ich, der größte Verdienst, auf das ich am meisten stolz bin, wo wir Grüne auch eine Handschrift haben. Wir haben in München so gut wie keine Segregation. Wir haben in München vitale, kleinteilige Viertel, wo wir lebendige Strukturen haben. Und das haben wir geschafft, weil wir eben 50% der Flächen schon immer für Geförderten bei den städtischen Flächen und 30% bei den privaten eben vorgegeben haben. Und deswegen haben wir das geschafft, dass wir so eine gute Mischung hingekriegt haben. Ich habe zum Schluss noch 5 knackige Forderungen. Wir sind in München, glaube ich, haben ambitionierte Wohnungsbauprogramme, aber wir brauchen Unterstützung vom Bund. Deswegen bin ich heute auch hier und deswegen habe ich nochmal 5 Forderungen, die an Bund gerichtet sind. Wir wollen unsere Flächen zum Ertragswert verkaufen. Derzeit sagt uns die Verwaltung, das kann happig werden. Wir Städte brauchen den Handlungsspielraum, dass wir unsere städtischen Flächen eben wirklich zum Ertragswert veräußern können. Und dazu brauchen wir den rechtlichen Rahmen. Meine Forderung 2 ist, ich weiß, in Berlin zum Beispiel wird die soziale Stadt noch durch EU-Gelder gestützt. In München ist das nicht so. Bei uns sind die Gelder extrem gekürzt worden. Ich möchte wirklich, dass das Programm Soziale Stadt weiterentwickelt wird zur sozialen und ökologischen Stadt. Wir brauchen nämlich die energetische Sanierung und wir brauchen wieder mehr Mittel in die Hand, dass unsere bebauten Gebiete eben nicht kippen. Meine Forderung 3 zielt auf das Baugesetzbuch. Wir müssen dichter bauen. Wir haben noch Fläche für 50.000 Wohneinheiten in München und danach ist Schluss. Das heißt, in 3 Jahren wäre Schluss, wenn wir so bauen würden, wie wir müssten. Und deswegen, wir müssen nachverdichten. Das ist auch gut für den Nahverkehr und. Und dazu brauchen wir den Handlungsspielraum. Und das Baugesetzbuch, das Bundesbaugesetzbuch muss uns ermächtigen, dass wir mit Augenmaß nachverdichten dürfen. Und meine letzte Forderung, meine vorletzte Forderung. Wir brauchen bessere steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten. Wie ich gesagt habe, bei uns findet kein frei finanzierter Mietwohnungsbau mehr statt. Alleine als Stadt werden wir es nicht stemmen können. Und jetzt kommt meine letzte Forderung. Wir brauchen auch eine Erhöhung der KfW-Mittel. In München ist es wirklich heftig, wenn 11% auf die Miete umgesetzt werden würden. Ich bin aber genauso überzeugt wie du, dass wir die energetische Sanierung brauchen, weil das nämlich die zweite Miete ist, die sonst nach oben schnellt. Und deswegen brauchen wir eben auch eine Erhöhung der Wohnungsbaufördermittel für den geförderten Wohnungsbau, dass wir wirklich gut eingepackte Häuser errichten können. So viel erstmal aus München. Vielen Dank.